Ich möchte wohl wissen, was wir spielen. Also wer wir sind. Wahrscheinlich wurde das auch schon erklärt. Ja, das wäre so ein Schlussaufhänger, weißt du? Die ganzen Kinder, die jagen uns alle, weil wir irgendwie in Wirklichkeit einen Vergewaltiger... Oh Gott, Mann, und nochmal drauf reingefallen. Weißt du? Weil wir in Wirklichkeit irgendwie Vergewaltiger sind oder so und die jagen uns alle. Was kommt denn da jetzt schon? Du hast schon alles aufgesammelt. Ja, sicher. Gott, ich habe nur einmal kurz gezwinkert. Oh, die Lösung ist ja so einfach. Oh, Alter. Ja, das wird nicht besser. Ja, ich finde auch, also mittlerweile echt, das zweite Level war das angenehmste. Also der Wald, den fand ich echt heftig. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so schlau war, hier reinzugehen. Ja, ich sag mal so, also der zweite Level ist für mich bis jetzt einfach Glückssache, reine Glückssache. Ja, aber ich fand den nicht so heftig. Ja, der Wald, der wirkt viel mehr, aber beim Wald kann man halt, hätte man klug vorgehen können. Ich meine, du hast es ja beim ersten Mal geschafft, aber es gibt definitiv da Wege leichter durchzuführen. Oh! Was will der? Uns auf den Senkel gehen. Wer hat das da überhaupt hingebaut? Warum sind wir denn jetzt schon wieder... Ich wurde tot getrampelt. Aber ich hab's Level geschafft, du bist dran. Habe ich überhaupt schon in diesem Spiel irgendwas beigetragen? Nein. Außer, dass ich in der einen Episode 5 Minuten lang im Kreis laufe und irgendwie quatsche, bis mir das auffällt. Dann suche ich 5 Minuten lang einen Generator. Hier bin ich bis jetzt auch nur doof. Ja gut, doof rumgelaufen bin ich bis jetzt viel. Ha! Das kann ich halt. Also ein Level hast du noch nicht zum Abschluss gebracht. Ich teste dich. Ja, dann spielst du das jetzt nochmal. Das ist nicht dein Ernst, oder? Dann hört das Spiel ja nie auf. Ja, weil du vorhin neu geladen hast. Ey, ich will die Scheiße jetzt nicht nochmal spielen. Ich will eigentlich überhaupt keinen Schritt mehr hier machen, ey. Ganz ehrlich. Das ist Gott, wir sind ja wie RTL 2 hier. Wir tischen den Zuschauern die ganze Zeit das Gleiche auf. Ja, aber das muss er doch eigentlich speichern. Das ist doch ein in sich abgeschlossenes Kapitel, also für mich. Das ist ein Unterkapitel. Ja, das ist scheiße. Das ist offen. Das ist offen? Ja. Ja, ich sehe sehr schlecht. Das Licht blendet mich. Versuche mich halt ein bisschen einfach zu leiten. Da muss noch rein. Links ist offen. Du musst nach unten. Du hast oben alles. Oh Gott, ey. Haustür zumachen. Ja, das ist der reinste Stress gerade für mich. Glaubst du mir das? Das stresst mich gerade richtig. Ja, frag mich mal. Ey, so schön unsere Pause doch gerade gewesen ist. Irgendwie bewirkt hat sie nichts. Doch, die hat, also ich war wieder auf Normalpuls. Das Problem ist einfach nur, dass ich direkt bei der Tür schon, ich hätte erst die Tür zugemacht, aber musst du selber wissen. Willst du hier? Oh, bist du fertig? Ich weiß nicht, wo mein Raum ist. Ja, sag ich dir gleich. Treppe hoch. Rechts. Ganz hinten am Ende. Tür zumachen. Oh, fuck! Scheiße, Mann! Junge, ey. Aber wo ich das gesagt habe, mit der Tür zu machen. Ja, wo du Arsch bist. Ja. Das ist auch ein guter Lehrer. Darauf trinke ich dann nochmal einen Schluck Energy. Also die Tanne macht auch nicht mehr lang.
irgendwie kommen wir mal die Stunden einfach so klar. Ich kann gar nicht so sanft lenken, das ist so alles so abgehackt. Ja, das sag ich doch schon in der ersten Folge, dass das ziemlich sensibel ist, die Steuerung. Wir spielen schon 3 Stunden 25 Minuten. Nee. Doch. Das kann eigentlich nicht sein. Weil wir ja gerade andere Videos angeguckt hat oder hat sie die gleich mitgefilmt? Dann dürfte die Spielzeit ja schon gar nicht mehr drin sein. Das weiß ich nicht. Oh. Nee, das war's oder was? Nee. Die Tanne verfolgt mich. Ich glaube nicht, dass sie dich verfolgt. Ich glaube einfach nur, dass die Entwickler sich das ein bisschen einfach gemacht haben. Du musst ein bisschen mehr sprinten. Oh Mann, ich bin so froh, dass ich sitze. Im Spiel. Ja, das war schon klar. Mann, mir wehen die ganze so ganz komische Gedanken durch den Kopf. Ja, dann lass sie raus. Nee. Rechts. Du wirst da wohl oben zum roten Leuchtdildo hin müssen. Ja. Einschläge habe ich auch. Wir sind Dinosaurier raufen. Bist du auch so ein Dinosaurier? Ja, raufen. Ich habe heute Nachmittag haben wir mich ja noch mit Jurassic Park beschäftigt und dort steigt Ellie Sattler des Öfteren mal in einen Dinosaurierhaufen. Ich um weiß. Um Ding zu suchen. Nach der Wahrheit. Gut, da komme ich her. Ja, ich war jetzt natürlich auch noch so genial und tue einen auch besserwisserisch, ja. Von wegen, ich weiß, wo wir hin müssen. Hab's aber auch jetzt nicht gesehen. Oh nein. Ja, eigentlich bist du auch dran. Nee. Ja, ich hab eben ein Kapitel quasi zu Ende geführt. Ich weiß einfach nicht, ob das jetzt so gerade gut für mein 21-jähriges Herz ist. Ja, dann gib her. Ja, warte. Du hattest eine Chance jetzt. Ich mag mich ja. Ich meine, ich spiele so eine Scheiße ja, weil ich es ja mag. Ich mag's ja. Erschreckt zu werden. Mich einzupissen. Meet me by the street in an hour. I left a list of things to wing with you. Leave everything else behind. I'll explain everything as soon as I see you. I know now to fix all of this. Don't tell anyone about me. Siva. Nö, wir verraten nichts. Weil wir den Inhalt schon in 2-3 Metern wieder vergessen haben. Auf jeden Fall waren diese. Haben wir aber ja schon einiges abgearbeitet, eben bei diesen neuen Kapiteln. Also diese Unterkapitel, wenn es denn jetzt Unterkapitel gewesen sind, sind ja scheinbar. Aufnahmen. Ja, also zählen ja mit dazu. Das heißt, es ist uns dann wohl größer erschienen, als es dann wirklich ist. I'm so sorry for everything. This isn't your fault. I did this. By the time you read this, it's already too late for you. Don't let him into any more lives. This was all my fault. This can end with you. I let him in. Why did I ever let him in? I'm sorry for... Plonk? Was? For was? I'm sorry for was? P-L-A-C. Oder was soll das da sein? Keine Ahnung. Ah, jetzt. Placing. I'm sorry for placing. Ja, genau. Ich drück das I auch immer so dermaßen ins N rein, dass das Alphabet gleich einen Buchstaben weniger hat. Okay, I'm sorry for placing this... Burden. Bürde. Mein Gott. Ja, aber das obere Teil vom B ist... Naja, Burden is on you. I wish it was all on me. This can't spread any further. Please, it all has to end with you.
I wish there was some other way. It has to end. So forgive me. Wenn ihr jetzt meinen Blick sehen könntet. Manchmal hast du echt ein paar krasse Einschläge, ne? Ich konnte die Buchstaben einfach nicht so gut lesen. Ich finde das aber auch scheiße geschrieben. Das war auch scheiße vorgelesen, von der Stimmlage. Nee, das war vorgelesen wie von einer alten Dame, die sich halt versucht zu entschuldigen für das, was hier geschieht. Ich meine, notfalls kann ich es noch schneiden, aber tue ich ja eh nicht. Ein bisschen verkrampft, weil ich weiß, dass gleich irgendwie da so eine Scheiße kommt und also mir so juckt's unter den Fingernägeln, jetzt einfach mal aufzuschreien, um dich zu erschrecken. Aber so gemein bin ich dann doch nicht. Ja, ich meine, du musst ja auch gut überlegen, was du machst, weil wir werden ja noch öfter miteinander spielen. Was, Lenny? Wäre schön, wenn man jetzt wüsste, was man einsammeln muss. Sind es die Briefe, die wir einsammeln müssen? Dann wären es mindestens 13 Stück. Und Feuer ist scheinbar auch nicht ganz so gut. Ja, wer hätte das gedacht? Hätte ja mal sein können, dass man ausnahmsweise mal einen feuerresistenten Charakter spielt. Der dafür Probleme mit Luft hat. Quasi durchs Feuer unseren Weg bahnen, damit wir nicht an der Luft ersticken. Genau. Du willst mir einen von mir erzählen. Was? Du willst mir einen von mir erzählen. Ich habe nie behauptet, dass ich keine Einschläge habe. Es strengt an. Es strengt an, dorthin zu kommen. Keinen Plan zu haben, was man gerade überhaupt hier machen muss. War da jetzt einfach eine Wand, dass ich da gar nicht lang konnte, oder? Da war ein Baumstumpf. Ein Baumstumpf. Ja. Oder ein Ast. Also in deinem Fall hätte auch ein Ästchen gereicht. Ästchen zu Ästchen. Ja, weißt du mittlerweile, was man hier sammeln muss? Also da ich mal stark vermute, dass du gerade die ganze Zeit, während ich gespielt habe, neben mir gesessen hast. Nee, ich habe keinen Plan. Du hast doch auch hingeguckt, oder nicht? Ja, ich habe aber nichts gesehen. Ich weiß auch nicht mal, ob du überhaupt irgendwas sammeln musst. Toll, dass die Dinger auch so spät auftauchen, ne? Das Feuer. Ja, ich meine, es sieht einfach alles wie ein riesengroßer Grafikfehler aus. Also es strengt auch an, da hinzugucken. Ich kann mich Lenny nicht bewegen. Lenny steht auch direkt neben dir. Ja, ich kann mich auch keinen Meter bewegen. Konnte mich nicht mehr drehen, nicht laufen, gar nichts. Wir wurden gebackt. Von Slendy. Ich hab den echt ins Herz geschlossen, den kleinen, süßen. Vollfreak. Ja, besser der als die verrückten Kinder, die ganze Zeit uns auf die Pelle rücken wollen. Das ist ein bisschen scheiße. Aber die, also das Level mag ich jetzt gerade gar nicht. Ich auch nicht, das strengt voll mein Gehirn an. So, das ist mal voll der Brainfuck. Ja. Und auch wenn ich gern fucke, brains nicht. Es ist anstrengend hinzugucken, diese Feuerflammen, die scheinen einfach willkürlich aus dem Boden zu schießen. Man kann sich an irgendwelchen Verästelungen verheddern. Und man sieht auch überhaupt nicht, wo man hin muss. Ja, also man hat keinen Plan, was man machen muss. Ich meine, gut, das sind wir ja eigentlich gewöhnt. Wir haben ja auch keinen Plan, was man machen muss. Wenn man vielleicht weiß, was man machen muss oder wissen sollte. Nun, wir drehen hier unsere Runden durch den Feuerwald. Ja. Ich meine, wenn es nicht darum geht, hier irgendwas einzusammeln, dann kannst du dich auf jeden Fall mal am besten ganz außen halten.
Ja, weil, genau, dann ist das wohl der schnellste Weg hinaus. Achtung, Tür geht gleich zu, bestimmt. Muss sie vielleicht abschließen? Nö. Ich hätte noch ein zweites Mal versucht. Ja, unsere Batterie geht auch schon am Zittern. Nicht nur die Batterie. Also eigentlich muss ich ja, ich weiß, dass das jetzt ein Fehler ist, das zu sagen, aber eigentlich muss ich sagen, dass ich momentan ziemlich gechillt bin. Das wundert mich auch, ehrlich gesagt. Ja, dafür bin ich so ungechillter. Vielleicht ist das halt einfach so, dass einer von uns beiden halt... Oh, fuck off. Ja. So, dass wir das halt so im Wechsel haben. Ja, aber ich wollte es nämlich gerade schon sagen, ich gehe gleich um die Ecke und dann bin ich gar nicht mehr gechillt und dann schmeiße ich wieder das Pad durch die Gegend und Headset habe ich dann auch wieder nicht mehr auf. Ja, dann hörst du diesen Terror-Scheiß ja wenigstens auch nicht. Bitte? Dann hörst du diesen Terror-Scheiß ja auch wenigstens nicht. Ja, wobei ich das jetzt gerade gar nicht so schlimm finde, aber ich finde das viel schlimmer, dass dieser Kreis da ist, ja. Ja, meine, im Grunde genommen, wenn man jetzt seinen Kopf ein bisschen einsetzt, es kann hier ja jetzt gerade nicht viel passieren, da wir ja nur einen Weg gehen können. Also wird ja jetzt wahrscheinlich nicht, ja. Sieht ein bisschen aus wie das Ding aus den Fantastischen Vier. Ja, bitte. Hör rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hast du dich wirklich erschreckt? Das hört sich bei dir irgendwie so ein bisschen gekünstelt an. Ey, weißt du was? Nein, das hört sich bei dir so ein bisschen gekünstelt an. Deswegen sag ich das. Weißt du, wie das gerade war? Ich hab nicht hingeguckt. Ach so. Weil ich mein Headset... Oh! Ich hab mein Headset gerade... Ich hab Probleme mit dem Headset. Und ich hab gerade hier hingeguckt und hab hochgeguckt und dann ist das Scheißvieh gerade auf uns zugelaufen. Ja, ja, sorry, kann ich nicht lesen. Ey, das Headset, das ist so laut, ey. Ich dreh durch. Hast du gesehen, unser Freund? Wenn ich's leiser mache, höre ich nichts. Also höre ich auf der linken Seite nichts. Scheiße, Mann. Kate, this is pretty exciting, isn't it? This whole mystery, the missing boy, the sightings, the arsons. Ich kann nicht weiterlesen, weil ich diese scheiß Schritte hinter mir höre und ich habe das Gefühl, dass der mich gleich anspringt. Na toll, jetzt sind die Schritte weg. Jetzt mal weitergelesen. Warte, wir müssen jetzt das Headset tauschen. Echt. Nee. Ey, das ist so laut. Ich kann da nichts für, dass du da mal drauf getreten bist. Ich dreh hier durch. Wo ist die Heulsuse? Ich will auch nicht die ganze Zeit dann rumfummeln und dann passiert wieder so eine Kacke. Das ist doch gut, wenn du nicht erschreckst. Ich will wieder eine Kamera haben. Ach, eine Taschenlampe. Ja, darf ich da jetzt wohl hingehen? Probier es aus. Nein, das ist das böse kleine Mädchen aus Kapitel 2.
Finde ich gut. Spiel zu Ende, wird tot. Kamera filmt noch die letzten Sekunden. Aber wir haben überhaupt keinen Plan, worum es überhaupt geht. Ja. Barsack Productions, wir haben es tatsächlich durchgespielt. Ja, ich muss jetzt sagen, es hat mich jetzt, ich bin... Das war das Ende? Muss wohl. Ja, es ist meistens so, wenn, ja, krass, also... Ich bin ein bisschen baff. Ich auch, sagen. Also, die Story hat mich so dermaßen umgehauen. Ja, ey, die Story... Ist selten so ein, Story-intensives Spiel gespielt. Ernsthaft. Ja, wenigstens wissen wir, dass man den Weizen in den Keller bringen muss. Also, das ist jetzt nicht einfach nur ein Versprechen. Wirklich nicht. Ich werde es auch nicht vergessen, weil ich muss das hier ja auch noch schneiden. Also werde es demnach auch dann noch wieder sehen, um mich dann vielleicht selber daran zu erinnern. Quasi. Ich versuche mich schlau zu machen, worum es hier überhaupt geht. Und dann machen wir einen vielleicht irgendeiner, darüber. Ja, ob es vielleicht irgendjemand anderes schafft zu erklären oder vielleicht sogar einer von euch, der es in die Kommis schreibt. Schreibt mir überhaupt was in die Kommis, außer Beleidigung. Nein, und dann machen wir ein kleines Special, wo wir, dann resümieren, worum es überhaupt in diesem Spiel geht, weil ich hab's jetzt nicht verstanden. Nee. Ja, ich auch nicht. Gut. Kein Stück. Also ich glaube, es hat halt mit irgendwas mit verschwundenen Kindern zu tun. Möglich. Das ist aber jetzt halt auch nur eine Mutmaßung. Ja. Aber ich muss auch sagen, die letzten drei Level fand ich jetzt nicht so schlimm. Also ich meine, sie hatten Schreckmomente. Ich habe mich eben ganz schön verjagt, ey. Ja, aber ich fand... war jetzt schnell so durch. Ja, nach Kapitel 2 ist uns dann das Geld ausgegangen. Ja, so nach dem Motto. Aber wenn man auch mal sieht, wie viele Leute daran teilgenommen haben, ich weiß ja jetzt nicht, welche Namen sich da alle ständig wiederholen, aber die mussten ja auch schon ein bisschen Geld bezahlen an die Arbeiter, ne? Ja, du, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Aber da habe ich schon ganz andere Abspende gesehen. Weiß ich jetzt nicht. Es gibt auch Studios hier, zum Beispiel die von Metro, die sitzen echt fast übereinander. Das ist so ein kleines Studio. Ja, wir haben einen Hardcore-Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Ach so. Und ein neues Level ist freigeschaltet. Aha. Das finde ich gut, dass dieses Level oder diesen Level, den nehmen wir nämlich dann, um euch aufzuklären. Goodbye.